Anpacken und mithelfen. Bei Kreuz Plus geht es diesmal um das Ehrenamt. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kreuz Plus, dem Fernsehmagazin für das Bistum Eichstätt. Bei uns geht es diesmal um das Thema Ehrenamt. Selbstständig leben, für die meisten von uns ist das ganz normal. Für Patrick und Markus geht das nur durch die Hilfe des Caritas-Zentrums St. Vinzenz in Ingolstadt. Kognitiv Eingeschränkte oder Menschen mit Behinderung werden unterstützt und können so alleine leben. Den beiden Freunden gefällt das so gut, dass sie seit einiger Zeit zum Dank ehrenamtlich für Betreuer und andere Mitbewohner kochen. Lukas Fleischmann berichtet. Man nehme eine ordentliche Prise Freude, ganz viel Motivation und natürlich das nötige Maß an Konzentration. Und dann klappt das super mit dem Kochen. Markus und Patrick machen das gerne ehrenamtlich für andere. Und heute gibt es dazu sogar noch einen ganz speziellen Anlass. Ja, weil wir auch für die Betreuung kochen und das, dafür bin ich auch dankbar, dass sie auch da ist. Zum Mitessen und Kochen. Und das ist sie. Christa Röder. Sie arbeitet für das Caritas-Haus St. Vinzenz in Ingolstadt. Genauer gesagt für das ambulant betreute Wohnen. Das richtet sich an Menschen mit kognitiver Einschränkung oder Behinderung, die aber selbstständig leben wollen. Manche Dinge sind nämlich gar nicht so leicht zu arrangieren, wie zum Beispiel Arztbesuche, Rechnungen und Dokumente für die Krankenversicherung. Gut also, dass Christa Röder zweimal die Woche bei Markus vorbeischaut. Wenn man wirklich von klein auf in ein Wohnheim kommt, stationär begleitet wird, dann plötzlich nach 25 Jahren auszieht und so viel Potenzial an den Tag legt und ganz plötzlich so ein großes Wissen hat und da auch so gut zurück darauf zugreifen kann und sein Leben so selbstständig führen kann, dass er in der Früh aufsteht, ohne plötzlich den Wecker durch den Betreuer zu brauchen. Er steht auf, er geht zur Arbeit, nachdem er gefrühstückt hat. Und weil das Patrick und Markus so gut gefällt, so ganz alleine leben zu können, wollen sie Danke sagen und laden deshalb zum großen Dinner mit Betreuerin und Freunden. Warum sie gerne ehrenamtlich kochen wollen, ist klar. Also ich habe auch eine Arbeit und da arbeite ich in der Küche und da lerne ich manchmal auch was Neues dazu und dann mache ich das da. Ein Gericht hat Markus schon in der Arbeit ziemlich gut hinbekommen. Vollkornnudeln mit einer Spinat-Feta-Soße. Das ist gesund und schmeckt auch noch richtig lecker. Und trotzdem ist Kochen eben manchmal verzwickter, als man meint. Wenn ich so ein Rezept habe und da stehen so Fremdwörter drin, die was ich nicht verstehe, dann finde ich das halt schwieriger. Dann hole ich mir halt Hilfe, dass ich das besser verstehen kann. Und das funktioniert dann? Und das funktioniert dann auch. Bei so einer neuen Küche kann ja auch wenig schiefgehen. Die letzten Vorbereitungen stehen an, dann kommen die Gäste. Ein bisschen aufgeregt sind Patrick und Markus gerade. Schließlich soll es ja ein Dankeschön-Festmahl werden. Schau mal, lecker Spinat kommt. Na dann fehlt ja nur noch ein kleiner Nachschlag. Übrigens, beim nächsten Mal planen die beiden eines ihrer Lieblingsgerichte, ein saftiges paniertes Schnitzel. Ehrenamt spielt in unserer Gesellschaft eine tragende Rolle. Ohne das Engagement vieler Freiwilliger könnte auch der Malteser Hilfsdienst der Diözese Eichstätt viele Dienste nicht realisieren. Was die Malteser im Angebot haben und wie die ehrenamtliche Hilfe dort organisiert ist, Daniela Olivares hat mit der Koordinatorin Joana Langeder gesprochen. Frau Langeder, schön, dass Sie heute da sind. Wir sprechen heute über das Ehrenamt, vor allem bei den Maltesern. Wo haben Sie Ehrenamtliche im Einsatz? Wir haben Ehrenamtliche in verschiedenen Bereichen. Also in Eichstätt kann ich sagen, zum Beispiel für das soziale Ehrenamt gibt es Helfer, die sich im sozialen Ehrenamt bei den Besuchsdiensten für Senioren engagieren, mit oder ohne Hund. Da geht es darum, dass man einsame oder kranke Menschen daheim oder auch im Seniorenheim besucht. Wir haben aber auch in der Flüchtlingshilfe beispielsweise Helfer, die bei der Hausaufgabenbetreuung in St. Walburg den Kindern helfen. Auch in der Hospiz- und Trauerarbeit sind Ehrenamtliche aktiv oder im Sanitätsdienst, im Katastrophenschutz.
bei der Krisenintervention. Also es gibt verschiedene Bereiche, wo man sich einbringen kann. Wie werden die Ehrenamtliche auf ihre Aufgabe vorbereitet? Gibt es eine spezielle Schulung vorab? Wie kann man sich's ganz praktisch vorstellen? Im sozialen Ehrenamt beispielsweise kann man Sitztanzleiter werden. Da wird man dann ausgebildet, dass man eine Gruppe leiten kann, Senioren, die dann eben zur Musik sich bewegen können und auch sich selber noch körperlich was Gutes tun. Da muss man eben die entsprechende Schulung machen zum Sitztanzleiter. Im Besuchsdienst beispielsweise ist es so, dass eine Demenzschulung stattfindet. Wie gehe ich mit demenziell veränderten Menschen um? Ein Erste-Hilfe-Kurs, man macht auch ein Rollstuhltraining, dass man weiß, wie man mit den Geräten richtig umgeht. Und es hängt einfach wirklich sehr vom Dienst ab, was man da braucht, um den Dienst gut machen zu können. Was würden Sie sagen, welchen Stellenwert haben die Ehrenamtlichen bei den Maltesern? Wie wichtig sind sie? Also die Ehrenamtlichen spielen die Hauptrolle im Malteser Hilfsdienst. Die meisten unserer Dienste könnten ohne Ehrenamtliche überhaupt nicht existieren. Wir haben bundesweit knapp 50.000 Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren. Das sind dreimal so viele wie Hauptamtliche. Das zeigt schon das Verhältnis. Ohne die Ehrenamtlichen wären wir gar nicht aktiv. Also das würde gar nicht funktionieren. Sind Sie derzeit noch auf der Suche nach Ehrenamtlichen? Ja, immer sehr gerne. Wir haben jetzt einen neuen Dienst, den Kulturbegleitdienst. Da geht es darum, dass Menschen, die in ihrer Mobilität eingeschränkt sind, wieder ins Theater kommen, ins Kino, in Konzerte. Und da suchen wir Helfer, die solche Menschen begleiten würden. Und wir suchen auch noch für ein Backprojekt Helfer. Also das heißt Back in Time. Da geht es darum, junge und ältere Menschen zusammenzubringen, die zusammen backen sollen. Die Senioren sollen ihnen zum Beispiel den perfekten Apfelkuchen beibringen oder den super Käsekuchen von Opa Otto. Und die jungen Menschen haben dadurch die Möglichkeit, mit den Älteren wieder in Kontakt zu kommen, ins Gespräch zu kommen. Also da suchen wir gerne noch Backtalente und auch kulturinteressierte Menschen, die Lust hätten, sich da zu engagieren. Frau Lang-Eder, vielen Dank fürs Gespräch. Ich danke Ihnen. Wenn Sie Interesse an einem der Dienste haben, mehr auf der Homepage der Malteser. Auch das Leben in einer Kirchengemeinde tragen viele Ehrenamtliche. Eine von ihnen ist Gerda Bauernfeind. Sie ist Mesnerin in Biburg bei Titting. Wir haben sie mit der Kamera begleitet. Die Kirche St. Clemens in Biburg. Wenn hier ein Gottesdienst stattfindet, hat Gerda Bauernfeind schon alles vorbereitet. Denn sie ist ehrenamtliche Mesnerin der kleinen Filialkirche, die zur Pfarrei Reitenbuch gehört. Ihre Aufgaben sind vielfältig. Man muss halt eigentlich da sein für die ganze Pflege, für alles, was um die Kirche herum ist oder was mit Kirche zu tun hat. Besonders vor einer heiligen Messe hat sie viel zu tun. Aber Gerda Bauernfeind ist routiniert. Sie bringt die aufgesteckten Liednummern an, entzündet mit einem speziellen Stab die Osterkerze und richtet den Blumenschmuck. Während der Messe ist sie dann als Mesnerin auch Lektorin. Das heißt, sie trägt die Lesung vor. Seit mehr als 20 Jahren gehören diese Dinge zu Bauernfeinds Leben dazu. Dass sie sich damals für den Mesnerdienst entschieden hat, war allerdings ein Zufall. Dazu gekommen bin ich eigentlich auf seltsame Weise. Unser vorhergehender Mesner ist plötzlich verstorben und da niemand da war und ich vorher schon 4 Jahre Kirchenschmuck und mich um die Kirche gekümmert habe, ist es eigentlich zustande gekommen, dass ich gefragt wurde und ich mir überlegt habe, ob ich das eigentlich machen möchte. Und da ich irgendwie schon in der Kirche drin verbunden war, habe ich mir gedacht, ich probiere es mal. Und so ist es an mir hängen geblieben. Bauernfeind gefällt es, dass sie zum Leben in der Kirchengemeinde etwas beitragen kann. Den Glauben zu leben ist ihr sehr wichtig. Kirche, das ist mir einfach so gegeben. Das kann ich nicht beschreiben. Das ist es einfach. Und so ist auch der Kirchgang am Sonntag ein fester Bestandteil im Leben der Familie. Der Glaube wird von Generation zu Generation weitergegeben. Am Land ist es eigentlich so üblich, dass man da selbstverständlich in die Kirche geht. Und das hat sich so durch die Jahre hindurchgezogen und es ist so geblieben. Und das hat man auch den Kindern, weil die Zeiten haben sich ja jetzt verändert gegenüber früher, hat man den Kindern mitgegeben und die mussten auch immer in die Kirche gehen zum Gottesdienst. Und das ist auch bei meinen Kindern so geblieben. Neben der Tätigkeit in der Kirche, in der es immer etwas zu tun gibt,
ist Gerda Bauernfeind auch Vorsitzende des Dekanatsrates Weißenburg-Wemding und Mitglied im Diözesanrat. Denn das Ehrenamt spielt eine große Rolle in ihrem Leben. Da bin ich eigentlich ein bisschen auch so reingerutscht in das Ehrenamt. Das ist die Zeit, die ich schon ehrenamtlich tätig bin, die weiß ich gar nicht mehr. Das ist schon ewig her und ich bin da auch im Pfarrgemeinderat überall reingerutscht, weil mir das auch ein bisschen Freude macht. Andere engagieren sich im Sportverein. Bauernfeind setzt sich gerne für die Kirche und in der Gemeinde ein. Denn dort kann sie etwas bewegen und das pastorale Leben mitgestalten. Dass man sich ehrenamtlich engagiert, ist, glaube ich, heutzutage sehr wichtig, denn es gibt viele Dinge, die für Ehrenamtliche oder für allgemein wichtig sind, was Kirche betrifft auch, dass man mitreden darf und kann. Und das ist heutzutage noch wichtiger, glaube ich, als früher. Nach der Messe kommt alles wieder an den richtigen Platz zurück. Gerda Bauernfeind hat ihren Dienst für heute getan. Etwas Gutes tun, ohne eine Gegenleistung zu erwarten. Das ist auch für Jugendliche und junge Erwachsene ein Thema. In Eichstätt betreibt die katholische Studierendenjugend ein Café. Annika Teiber-Groh war vor Ort. Ich bin hier heute in der Domstadt Eichstätt unterwegs. Hier gibt es ein Angebot, das ich mir mal näher anschauen will. Das Café Bene. Ja, und das ist direkt hier an der Uni gelegen. Hi, schön, dass du da bist. Hallo. Komm doch rein. Ja, Valentin, wer ist denn hier überhaupt alles willkommen? Ja, also eigentlich ist es Café Bene hauptsächlich für Schüler, aber auch eben Studenten. Und ist eigentlich eben auch so gedacht, dass die hier kommen können, um zum Beispiel Hausaufgaben zu machen oder wenn die irgendwelche Projekte machen müssen, Referate, ist es halt hier ein guter Treffpunkt. Das Café Bene ist ja kein ganz normales Café. Was ist denn hier so anders? Was ist besonders? Ja, also was eigentlich ganz besonders hier dran ist, dass alles ehrenamtlich ist. Und gerade auch die Kaffeeschichten werden meistens von eben Schülern übernommen. Und die machen das alles freiwillig und ohne Geld dafür zu bekommen. Und wer organisiert das Ganze? Ja, wir haben extra dafür einen Ausschuss hier. Da sind jetzt halt 5 Mitglieder und die kümmern sich ja um alles eigentlich. Die arbeiten auch ehrenamtlich und die kümmern sich zum Beispiel auch um die Veranstaltungen, die es hier ab und zu gibt, wie zum Beispiel Konzerte, wo wir eben auch kleinen Bands die Möglichkeit geben, mal aufzutreten. Ja, wie man sieht, gibt es für die Ehrenamtlichen hier einiges zu tun. Schauen wir doch mal hinter die Theke. Ja, die Theke ist sicher auch selbst gezimmert, oder? Ja, genau, das haben wir alles hier in einem Workshop gebaut. Also die ganzen Kissenbezüge und so sind auch alle selber genäht. Das haben wir in einem Workshop mit Geflüchteten gemacht. Es wurde sehr gut angenommen. Also mussten erstmal die ganzen Paletten besorgt werden, dann musste das Glas drauf geschraubt werden, die Rollen dran gemacht werden. Also war sehr viel Arbeit, aber haben wir eigentlich ganz gut gemacht. Was ist denn für dich persönlich der Reiz, dich zu engagieren? Ja, also ich selber bin ja auch im Kaffeeausschuss. Und ich finde es eigentlich besonders cool, die Veranstaltungen hier zu organisieren, weil bei uns gibt es zum Beispiel einen Kaffeeklatsch, das ist eine Konzertreihe und da geben wir eben kleinen Bands und Gruppen aus der Umgebung die Chance, auch mal hier aufzutreten. Und natürlich ist es auch so, dass wir hier gerade im Café B natürlich den besten Kaffee in der ganzen Stadt haben. Wenn du möchtest, kannst du mal probieren. Also wer in Eichstätt einen Ort sucht, um sich gemütlich auszutauschen oder einen Kaffee zu trinken, der ist hier natürlich herzlich willkommen. Ja, und das mache ich jetzt auch gleich mal. Und damit gebe ich zurück ins Studio. Ein gemütlicher Ort für den Nachmittagskaffee. Und das war Kreuz Plus im September. Bei uns ging es heute um ehrenamtliches Engagement. Alle unsere Ausgaben können Sie im Internet nachschauen unter kreuzplus.de. Die nächste Sendung läuft am 26. Oktober, dann zum Thema Ökumene. Bis dahin, alles Gute!